Das Training geht nur 9 Wochen und 3 davon sind für die Sicherheit, das Emergency Training. Und es hat unglaublich Spaß gemacht. Wir hatten die Attrappen, die sich bewegt haben, Feuer simuliert und ins Wasser, Notwassern und mit den Rutschen runter. Und es hat echt Spaß gemacht. Natürlich habe ich nicht darüber nachgedacht, dass es ja vielleicht auch mal angewandt werden muss beim Fliegen. Das möchte man nämlich nicht. Ich habe auch die ganzen Flugerfahrungen immer in Träume verpackt und bin im Traum, ich glaube, ich 50 Mal abgestürzt, aber immer das Flugzeug evakuiert. Immer, immer sicher die Leute ausgebracht. Und einmal da wurde uns dann gesagt, dass ein Triebwerk abgeschaltet werden muss, was bei 4 Triebwerken ja nicht so dramatisch ist, aber... Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen, aber ich bin schon seit 7 Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fühle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Woher weißt du das? Wie kannst du dir so sicher sein? Sowas weiß man einfach. Hi, my name is David. I'm a producer here in Toronto. This summer we're producing a sci-fi feature. A man, one day, comes home. Strangely, everyone's gone. His family, his neighbors, his friends, gone. We're looking for 2 female leads. Casting crew as well, set design, art, makeup, hair, everything.